Erste SIEG-Konferenz am ZEW in Mannheim. Bei der internationalen Konferenz zu Wissen und Innovation als Voraussetzung für nachhaltiges, intelligentes Wachstum war unter anderem EU-Kommissarin Moira Geoghegan-Quint zu Gast. Die EU-Forschungskommissarin besuchte in dieser Funktion erstmals Deutschland. Am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung lobte sie den deutschen und vor allem baden-württembergischen Erfindergeist. Deutscher Erfindergeist zeichnet sich durch eine Erfolgsgeschichte revolutionärer Sprünge aus, die die Menschheit verändert haben. Gutenbergs Erbe als Erfinder der beweglichen Lettern, einer weltverändernden Innovation, die die Renaissance und Aufklärung beschleunigt hat, wird von der Heidelberger Druckmaschinen AG weitergeführt. SAP, ganz in der Nähe in Walldorf zu Hause, ist zu einem weltweiten Synonym für Hightech-Innovationen geworden, die neue Märkte und Kunden weltweit erschließen. Und heute bekam ich eine Vorführung von deutscher und baden-württembergischer Erfindergabe aus erster Hand, als ich Bosch in Stuttgart mit Bildungsministerin Schawan besuchte. Erfindergeist müsse auch künftig Grundlage der europäischen Volkswirtschaft sein, um gegen Konkurrenten wie China, Indien oder Brasilien bestehen zu können. Wir haben keine bedeutende Rohstoffvorkommen. Das heißt, Wissen und Forschung und Bildung sind unsere wichtigsten Ressourcen. Damit müssen wir wuchern. Und das haben wir in der bisherigen Vergangenheit auch ganz gut hinbekommen. Gerade in Baden-Württemberg lebt man von der Wissensgesellschaft und das wollen wir verstärken und dazu wollen wir einen Beitrag liefern. Wir leisten exzellente Grundlagenforschung in Europa. Unser Problem war es, neue Produkte an den Markt zu bringen. Da haben wir Schwierigkeiten. Die Herausforderung ist, eine funktionierende Innovationsgemeinschaft zu schaffen. Neben der EU-Kommissarin war auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus als Gastredner geladen. Das SIEG-Forschungsprogramm am ZEW soll über 5 Jahre mit 7,5 Millionen Euro durch das Land gefördert werden. Dass der Wirtschaftsstandort Nummer 1 der Bundesrepublik Deutschland, als den wir uns verstehen, dieses Institut in Baden-Württemberg hat, ist auch für uns eine sehr, sehr große Auszeichnung. Und deshalb auch vielen herzlichen Dank bei dieser Gelegenheit für Ihre Arbeit und natürlich auch für die Ausrichtung dieser Konferenz. Rund 200 internationale Teilnehmer aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft waren für 2 Tage ans ZEW gekommen. Sie diskutierten über Strategien zur Sicherung von Wachstum und Innovation in Europa. Das Forschungsprogramm SIEG will das Verständnis für die bestmögliche Gestaltung politischer Maßnahmen schärfen. Diese sollen Forschung und Entwicklung, Informationstechnologie, die Bildung von Humankapital sowie die schonende Nutzung von Ressourcen fördern und so die europäischen Volkswirtschaften voranbringen. Intelligentes Wachstum heißt unter anderem auch auf Dienstleistungen zu setzen, nicht nur die innovative Maschine im Kopf zu haben. Das heißt, sehr stark auf junge Unternehmen zu setzen, wie die Forschungskommissarin gerade auch gesagt hat. Wagniskapital ist sehr wichtig, spielt eine zunehmende Rolle. Wir müssen auf Strukturwandel setzen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die etablierten Stärken, die wir im Moment noch genießen, sich einfach in die Zukunft fortsetzen werden. Ein Hauptziel des Programms ist die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit zwischen Forschern aller wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen. Die Konferenz bildet den Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen, die im Rahmen von SIEG am ZEW organisiert werden.